Wunderschönen guten Abend euch. Mein Name ist Okurutz und ihr seht XCOM 2. Wir sind jetzt, glaube ich, so am Ende der 20er Parts und das letzte Let's Play hat uns zumindest mal ein ganz klein wenig Erholung gebracht. Wir sind zwar im Countdown des Todes, aber haben uns zumindest mal insofern erholt, dass wir jetzt ein paar Tage Ruhe hatten und jetzt tatsächlicherweise 9 Soldaten fit haben, die auch wirklich was tun könnten, wenn sie denn wollten. Sind zwar die meisten davon irgendwie Privates, aber ein paar von den höheren kommen auch bald wieder frei. Skillmaster noch 60 Tage. Meine Fresse, das sind 2 Monate. Aber gut. Mit ein bisschen Hoffnung kriegen wir irgendwann auch mal einen Captain, sodass wir unsere Truppengröße auf 6 bringen können, so werden die Vorräte haben, um es uns zu leisten. Aber so ein bisschen was ist schon wieder da. In 3 Tagen kommt Twist wieder. Gary Barry kommt wieder. Jablonski kommt wieder. Gut. Von euch sind jetzt noch einige ein bisschen länger verschütt. Aber da müssen wir halt mit leben. Was wir auf jeden Fall noch machen wollten. Irgendwie die paar Tage hier rumbringen, bis wir das Zeug da haben. Krankenstation, Kommunikationszentrale. Und im Prinzip kann es dann fast schon losgehen. Hier dann ein neues Energierelais. Und dann können wir endlich diese komische Kammer bauen und vielleicht mal ein paar andere Sachen. Vorräte haben wir aktuell zumindest mal noch ein paar. Der Countdown ist zwar unerbittlich, wir haben nur noch 16 Tage übrig. Aber wir können da noch ein bisschen rauszögern. Das Ding muss halt dann einfach klappen. Können wir uns keinen zweiten Versuch leisten. Aktuell haben wir allerdings gar nichts, was wir hier tun könnten. Deswegen würden wir hier ganz kurz schneller bauen. Ranger berechnet neuen Kurs. Um ein bisschen Zeit zu sparen. Und unsere Forschung voranzubringen. Unsere Forschung war ein Erfolg, Commander. Sehr schön. Neues Forschungsprojekt. Weiter. Und annehmen. Was ist das denn? Durch die Modifikation des bestehenden Gestells des Vektorgewehrs wurde die Integration eines Magnetbeschleunigers ermöglicht. Aha. Die Waffe ist nun in der Lage, ferromagnetische Projektile abzufeuern, die ohne großen Aufwand von unserer Technikabteilung massenproduziert werden können. Das Ergebnis ist eine bedeutend höhere Durchschlagskraft. Das kenne ich noch gar nicht. Gauss-Gewehr, das ist, glaube ich, das Ziel Dingsbums. Präzisionsgewehre, ja. Magnetkanone ist für die schweren, das kennen wir auch. Und eine Energieleitung. Wir müssen sofort beginnen, die Technologie, Bau der Energieleitung zu erforschen, um unsere Chance nicht zu vergeuden. Na gut, dann machen wir das doch. 10 Tage, das andere sind alles hier komische Autopsien. Einrichtungshinweis. Berserker-Autopsie. Ja, wir nehmen einen Durchbruch, 10 Tage. Ich gebe Bescheid, sobald wir etwas Spruchreifes haben. So, es wäre jetzt schön, wenn irgendwas auftaucht. Ich glaube, ich sammle doch lieber Infos. Und ich hätte gerne noch ein bisschen Vorräte, um mich ein bisschen zu verstärken, bevor wir hier diese Einrichtung hier angreifen. So wie Sie Ihre Prinzipien angepasst haben, um den Widerstand voranzutreiben, passe auch ich mich an, um die Vision der Ältesten zu erfüllen. Okay, sie hat das angegriffen. Meine Belohnung. Vor 14 Tagen ist ein Wissenschaftler verwundet und wir haben einen Illyrium-Kern verloren. Das ist natürlich böse. Die Auserwählten schrecken nicht vor Sabotage zurück, um uns aufzuhalten. Wir müssen derartige Angriffe verhindern, damit sie nicht zu uns aufschließen. So, Einrichtung ansehen. Jetzt haben wir eine Krankenstation. Ich glaube, da mussten wir einen Ingenieur oder einen Commander, die Krankenstation kann den Genesungsprozess unserer Soldaten beschleunigen. Und mit der Zeit erholen sie sich auch von allen negativen Konditionen, die sie sich im Kampf zugezogen haben. Das wir können gut. Diesen Prozess bei Bedarf mit Hilfe einer Therapie beschleunigen. So, wir haben sogar einen die Yolanda. So, und hier. Es stehen keine... Okay, die haben wir alle unterwegs oder tot. Hier liegen jetzt erstmal 4 Leute. Das ist gut. Verbessern haben wir wahrscheinlich kein Geld für. Krankenstation, sehr schön.
Jetzt können wir mal kurz gucken. Ja, aber das sieht doch schon viel, viel, viel besser aus. Glückwunsch uns. Info sammeln haben wir. Es gibt echt nichts für uns zu holen hier. Dann würden wir vielleicht vor der nächsten Lieferung noch den Kontakt nach Neu-Indien herstellen. Die Kommunikationszentrale haben wir bald erledigt. 80 Info. Instant Kontaktherstellung erfolgt. Sehr nice. Wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Der Jäger der Ältesten hat irgendwas in dieser Region vor. Okay, so, wir haben jetzt hier das doppelt so häufige. Was ist das denn hier? Nun gut, das haben wir. Aber tatsächlich immer noch nichts, was wir hier holen könnten. Deswegen brauchen wir noch... Aha, da ist eine Guerilla-Mission. Dann kommen wir jetzt zum spannenden Part. Die wäre schwer dort. Wir würden einen Ingenieur bekommen. Ingenieure sind cool, aber ich glaube gerade nicht mehr unser Hauptaugenmerk. Wobei Zerstörer des Alien-Relais natürlich auch mal eine schöne Mission ist. Beschütze der Gerät. Sehr schwer. Vorräte. Ja, Vorräte brauchen wir sehr dringend, aber... No way, dass wir uns auf eine sehr schwere Mission wagen und noch dazu einen der Gerät beschützen. Transmitter-Sabotage für schwer 84 Infos. Infos, weiß ich nicht. Ich glaube, dann wird es doch die neue Arktis. Außerdem, wer möchte eine Operation, die Schlüpfrige Adler heißt? Das klingt wie ein schlechter 70er-Jahre-EU-Film. So, Spitzer Heuler. Das klingt allerdings auch nicht besser. Schade, habe ich meine eigene Argumentation widerlegt. Nun gut. Einsatztimer starten erst, wenn der Trupp die Verborgenheit aufgibt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für uns. Da haben wir nichts und da haben wir gar nichts. Ja, das ist doppelt gut. Also wir kriegen einen Vorteil. Wir haben einen Vorteil. Wir kriegen einen Ingenieur. Wir verringern die Anzahl der Feinde pro Einsatz und müssen nur ein Relais zerstören. Das sind eigentlich 3 Pluspunkte. Weshalb wir diese jetzt einfach mal nehmen. Setze Kurs auf Sektor 1, die Arktis. Commander, einer unserer Soldaten sollte den Schädelstecker ausrüsten und im Kampf einsetzen, wenn wir Fortschritte bei unserem aktuellen Ziel erreichen wollen. Das müssen wir uns noch überlegen. So. Schnitter ist am Start, das ist gut. Twist und Frechdach sind auch beide mit am Start. So, damit haben wir fast alles abgedeckt. Brauchen wir noch einen Scharfschützen. Haben wir noch einen. Gary Barry hätten wir als Scharfschützen im Angebot. Der ist allerdings erst Corporal, das heißt, er kann noch nicht so richtig viel. Aber das macht nichts. Und was haben wir noch nicht? Einen Ranger. Aber ich glaube, Ranger sind echt Mangelware. Wir haben Johnny Dark, David White, Gabriel Vargas. Gerade mal 3 Ranger auf irgendwie 30 Leute. Die sterben halt mal ganz gerne, weil sie gefährliche Sachen machen. Nehmen wir ihn mit. So, jetzt können wir uns hier noch ein bisschen was aussuchen. Können allerdings auch noch Gegenstände herstellen. Da gucken wir ganz kurz mal nach, was wir uns an Waffen erlauben können. 444 Vorräte haben wir. Da möchte ich erstmal gucken. Ach, das ist eine Schnitterverbesserung. Okay, 60 Vorräte. Den nehmen wir ja sogar mit. So, 140, 265, 300 paar zerquetschte 20. Wir haben aber auch nicht genügend Legierung. Wir können uns nur 2 Sachen davon aussuchen.
Gut, brauchen wir Legierung über kurz oder lang. Hier können wir noch nichts Spannendes tun. Verbessern wir mal Twist und unseren Dings. Damit haben wir eine 0 Legierung, so 0, überhaupt gar nichts. Aber immerhin. Zwei Waffen verbessert. Dann gucken wir hier noch ganz eben in die in den zweiten Slot. So, zwei, das, so haben wir das. Oh, wir haben zwei Schädelstecker, ich pfeife. Nun gut. Albern genug. Was kriegt Twist mit? Twist snackt sich einen extra Lebenspunkt. Anna bekommt ein Medikit und in die Haupthand einen Schädelstecker, denn sie ist eine Hackerin. Der Kollege Barry hat nicht so die Riesenauswahl. Warum können Scharfschützen eigentlich keine Munition nehmen? Seltsam. Wo sind die Krallenmunition hin? Jetzt sind sie wieder da. Interessant. Der Ranger kriegt die Krallengeschosse. Ich frage, ob wir ein zweites Medikit nehmen. Ich glaube, ein Scharfschützen mit einem Medikit ist gar nicht so kacke. Und theoretisch steht der relativ weit hinten. So, wir haben drei Lieutenants dabei. Das heißt, ein bisschen Hoffnung besteht, dass wir unseren ersten Captain kriegen. Und so wird man das ganze Ding jetzt starten. Sky Ranger eingesetzt. Unser Scharfschütze hat jetzt noch die veraltete Waffe. Ist natürlich nicht so toll. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Ein geheimes Alien-Kommunikationsrelais in diesem Gebiet wird von Advent benutzt, um kritische Daten in ihr Netzwerk zu speisen. Der Verlust dieser Daten würde ihr jüngstes Projekt im Keim ersticken. Also greifen wir an und zerstören das Relais vor Abschluss der Übertragung. Wir erwarten viele Sicherheitskräfte vor Ort. Schalten Sie sie aus und sichern Sie das Gebiet. Zerstören Sie das Relais um jeden Preis. Zerstören Sie das Relais. Das Kommunikationsrelais liegt gleich voraus. Ja, sag's noch ein paar Mal. Und beömmel ich mich sofort. Wie erwartet, Commander, gibt es deutliche Hinweise auf Verlorene, die sich durchs Kampfgebiet bewegen. Seien Sie vorsichtig da draußen. Gut, sind wir. Mehr oder minder natürlich. Bestätigt. Twist geht mal da an die halbe Deckung, guckt sich das an. Da sehen wir noch nichts. Machen wir erstmal hier mit unserem Schnitterchen. Ich guck mal hier um die Ecke. Volk sagt, ich soll gehorchen. Dann geht's mal darüber. Ich mache mich auf den Weg. Schleich. So, da sind Verlorene und ein Punkt. On my way. Dann geht Anna mal da oben gucken. Da ist noch nichts zu sehen. Dann wird Twist auch noch ein bisschen aufrücken. Müssen wir noch zwei Felderchen gut machen für nächste Runde. So, hier können wir eigentlich mal gucken, dass wir da so ein bisschen seitlich uns weiter bewegen. Ein Scharfschützen auf dem Dach
habe ich gehört, soll funktionieren. So, gehe ich da mal gucken oder lasse ich das sein? Ich glaube, ich lasse das sein. Der leistet den anderen da oben mal Gesellschaft. Müssen wir nicht sofort wieder Ranger verheizen. Denn die sind precious. So, ganz kurz mal die Badewanne ausmachen. Ich bin gleich wieder bei euch. So, wieder da. Bevor ich jetzt hier die Wohnung flute, schnell mal aus mit dem Strahl. Ja, nee, mit Twist fangen wir nicht an. Das machen wir nicht. Wir fangen mit, wenn wir sie dabei haben, fangen wir mit Dragunova natürlich an. Das könnten wir uns gleich irgendwie mal angucken, aber erstmal würden wir hier in die volle Deckung flitzen und gucken, was wir da so sehen. Wir sehen nichts. Dann gehen wir noch drei Schrittchen nach vorne und gucken, ob wir da hinten immer noch nichts sehen. In der Nähe ist ein Advent-Captain. Wir sollten ihn mit dem Schädelstecker kampfunfähig machen. Okay, zwei Gruppen. Das ist ein bisschen doof. Aber jetzt auch nicht katastrophal blöde. So, Anna geht mal hier rüber. Understood. Moving out. Müsste dann theoretisch das Ding da sehen. Nö, sieht sie aber nicht. Schade, ich dachte, sie könnte mal einen Hacking-Versuch starten. Dann kommt Twist aber auch mal hier hoch. Position bestätigt. Wenn wir irgendwo gleich den Kampf anfangen müssten, hätten wir da wenigstens die 10% Zielbonus. So, Gary Barry könnte schon. Aber würde natürlich lieber auf die Entfernung auf andere Sachen schießen. Sowas wie ein Relais oder so. Moving. Moving. Verborgener Pistolenfeuerschutz. So, David White geht einmal hier rüber und auch nochmal darüber. Und Anna geht neugierig, wie sie nun mal ist, da hinter die Karre. So, das ist eine Putt. Und die sind jetzt quasi aufgeweckt. Sehen uns aber noch nicht. Hä? Wo rennen die denn hin? Nach hinten. So, dann waren Mukon und zwei Snakes. Das ist interessant. So, vielleicht gibt es auch schon ein bisschen Schaden für irgendwen. Ne, die kommen nicht durch die Rüstung durch. 100%, aber das ist trotzdem nicht zu empfehlen. Wir gehen hier hin. Schon unterwegs. Und gehen in den Feuerschutz, denn wir haben ja keinerlei Zeitdruck. Bin dabei. Und können uns das Spielchen wunderbar ansehen und ein bisschen reagieren, sollte man entdeckt werden. So, er wird nicht entdeckt. Das heißt, wir können ihn durchaus ein bisschen näher ranbringen. Hat jetzt auch wunderhübsch flankiert in der Theorie. So, sie muss natürlich ein bisschen aufpassen. Wartet aber jetzt auch erstmal, bis sich das Ganze beruhigt, damit sie in Ruhe das Claymore platzieren kann. Und warum zur Hölle sieht Anna dieses Ding da nicht? Jetzt mal zwei Schrittchen hier ran. Volle Deckung. Besserer Blickwinkel? Nö. Kein Stück. Unglaublich. So, ist da noch irgendwas? Nee, keine verdorrten, nichts mehr.
Dann traut sie sich auch noch darüber. Sollte jetzt aber nächste Runde diesen komischen Turm noch definitiv sehen. Okay, er markiert einen und schießt drauf. Macht sogar 7 Schaden, das ist gar nicht mal so wenig. Reicht auch, kriegt noch eine Bonusaktion. Noch eine Bonusaktion. Das ist langweilig. Ich habe gedacht, die hätten da jetzt ein bisschen mehr Stress mit vielleicht. Da ist jetzt daneben und er macht den Motoren immerhin die Deckung weg. So, du rennst da irgendwo rum. Flamers da. Boah, was machen die denn für einen Schaden? Das ist ja unglaublich. So, immerhin. Irgendwas aufgedeckt, was noch gar nicht aufgedeckt war. Oh, das ist... Heieiei, das ist ja interessant. Komm, kuschelt noch ein bisschen, bitte. Na gut. Aber das ist schon mal sehr schön dicht beieinander. Oh, das ist... Och, was ein Träumchen. Kritisch getroffen. Na gut, kann ich mit leben. Machen die Verdorrten halt nichts Tolles. Daneben. So. Jetzt sind aber die Verdorrten gar nicht dran, die da beschossen wurden. Das, doch, sind sie. Haha. Herp, herp. Boing. Naja, immerhin ein Schaden ist besser als nichts. Wetz, wetz, wetz. Komm, hau du wenigstens auch einen raus. Schaffst es nicht. Och, das ist ja ein bisschen traurig. So, jetzt muss ich mich nochmal vergewissern. Das Claymore war, glaube ich... Also erstmal gucken wir hier. Das ist sehr, sehr ungünstig. Das ist auch ungünstig. Das ist nicht gut. Und da sind wir wieder am Anfang. Ne, also Fernzündung schalten. Ist nicht... hier müssten wir näher rankrabbeln ein klein wenig. Müssten wir eventuell hier hin. Könnten dann das Claymore dorthin packen. Mitten rein. Jetzt heißt es warten. Die Frage ist, ob die durch die Gegend laufen, wenn keine mehr da sind. Oder ob wir das Ding jetzt da sehr, sehr verschwendet haben. Wir würden auf jeden Fall erstmal gucken, was wir hier hacken können. Kleiner Informationsspeicher. Nee. Info ist schön, können wir auch gerne in der letzten Runde noch irgendwie machen, aber das ist jetzt nicht so spannend, als dass ich dafür irgendwas Aufregendes machen würde. Mit Twist würde ich hier rüber gehen wollen. Verstanden, rücke aus. Aus dem einfach kühnen Grunde, dass wir diesen Napf da nicht ganz so toll finden. So. Gary Berry. Es ist verlockend, aber wir tun es nicht. Zumindest nicht diese Runde. Und du gehst dafür auch im Prinzip darüber. So, wir gucken einfach nochmal, was passiert. Denn wie gesagt, Stress haben wir diese Runde ja keinen. Er muss nachladen. Und feuert da quer rüber. Das war mal ein krasser Fehlschuss. Voll das Haus abgesenkt. Er bleibt da noch ein bisschen rüber. Und weckt die nächste Gruppe auf.
die hoffentlich aus mehr besteht als dem einen. Schade, die laufen jetzt da alle weg. Das ist ein Mist. Okay, sind immer noch im Einflussbereich. Ja, sie kuscheln immer noch ganz gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie... Ach, Mann, Mann, Mann. Lass das doch. Na gut, hätte ich direkt auslösen müssen. Aber weiß ich fürs nächste Mal, dass sie dann rumspacken. Ja, natürlich hier immer noch nette Treffer anzubieten. Dragunova ist auf jeden Fall jetzt entdeckt. Und da ist nur noch einer drin. Nein! Ich dachte, wir hätten die Reichweite verdoppelt oder sowas. Ja gut, schauen wir einfach nochmal, was passiert. Stress haben wir ja immer noch nicht. Oh, siehst du, wenn sie selber läuft... Also der Claymore ist nicht inbegriffen. Zu Befehl, Commander. Es ändert sich tatsächlich nicht. Getarnter Einstieg, das heißt, wir würden da auch nicht enttarnt werden. Dabei eventuell schon. Aber wir bleiben jetzt erstmal im Feuerschutz. Jetzt habe ich Wachdienst. Das gleiche gilt für Anna. Und wir gucken nochmal, ob sie sich vielleicht ein bisschen schöner hinstellen. Aktuell finde ich das nicht so sexy. So, das ist dann Stutz. So, der kommt wieder hoch. Vielleicht kuscheln sie ja doch noch ein bisschen. Setzen ihre Patrouille fort. Jetzt gehen sie alle aus dem Ding raus. Bis auf die Schlange, die macht da irgendeinen Spätus. Ja, sehr sweet. Ja, komm wieder raus. Ja, fein, brav gemacht. So, 5 von den 6 stehen da irgendwie. Was ist das denn? Noch eine Gruppe? Die wir noch gar nicht gesehen haben. Aktivität. Okay, das heißt, da hinten haben wir was. Warum auch immer die jetzt aktiviert waren. Wie weit kann Twist denn? Leider nicht bis da hinten hin. Und die komische Kröte steht leider immer noch so bescheiden, dass wir uns nicht näher rantasten können. Das heißt, es wird wahrscheinlich nochmal auf eine Schnarchrunde rauslaufen. Auch auf die Gefahr hin, euch damit jetzt ein bisschen zu langweilen, aber es lohnt ja auch nicht, dass wir uns so sehr exponieren. So, was machen wir mit ihr? Nichts. Zu nah rangehen ist gar keine sinnvolle Option, denn sie hat als einzige gar keine Granate. So, da können wir nochmal... Nein, so nicht. Okay. ja. Ein wenig wirr. So, kuschelt noch ein bisschen mehr. So ist jetzt... Oh, so ist ein Träumchen. Nein, du willst da nicht reinhüpfen. Du willst da wieder rauskommen. Komm raus. Nicht da oben. Oh, ja, noch ein Fenster kaputt machen. Schön. Jetzt stehst du wieder super. So. Schade, dass wir jetzt noch nicht die durchschlagenden Bomben haben. Aber das ist jetzt dann definitiv, glaube ich, eine Vorlage, die wir uns nicht entgehen lassen sollten zumindest.
Uns fehlen da einiges an Feldern. Die Frage ist, ob das reicht. Es sind 1, 2, 3 Felder. Wir kämen also 1, 2, 3 Felder näher ran. Okay. So. Jetzt wäre das hier. Oh, jetzt wäre das Claymore so geil. Warum habe ich es nur schon verbraten? Ich pfeife. Gut, wir würden damit auf jeden Fall alle Deckungen kaputt machen. Hätten den Bonus der Erhöhung. Hätten Explosionen. Und hätten noch die Option, ein paar Granaten zu werfen. Da ist ein neues Ding aufgetaucht. Okay, die sind relativ uninteressant. Anna kann nicht viel beisteuern. Ja, wir müssen es einfach wagen. Wir müssen mal gucken, was da jetzt bei rumkommt. Denn so geil auf einem Knubbel 6 Mann unter eine Granatenschablone. Die ist für dich. Das wird nicht nochmal passieren. So, da ist ein bisschen was gebrochen an Rüstung. Wir sind aufgeflogen. Sie bewegen sich nicht. Oh, sie sehen uns noch gar nicht offiziell. Heieiei. Fortschrittlicher Offizier. Fortschrittlicher Purifikator. Ich glaube, die Purifikatoren, die können wir gerade gar nicht brauchen. Vipern müssen auch nicht sein. Irgendwie ist das alles nicht so ein Traum. Lanzenträger sind auch nicht so unser Hauptgeschmack. ...73, das ist sehr weit weg für ihn. Sie sieht gar nichts. Sie sieht auch nicht viel. Eigentlich könnten wir, glaube ich, hier... Könnten wir hier in Feuerschutz gehen? Sie wären schon längst gelaufen, wenn sie uns im Blick hätten. Ich wage es jetzt einfach mal, hier in Feuerschutz zu gehen. Ich passe gut auf. Um mir das anzusehen. So, den haben wir rausgenommen. So, die müssen erstmal laufen. Verdammt, das tut weh! Ja, es tut weh. Jetzt kann er noch ein bisschen rumrennen. Ja, hört doch mal auf zu treffen. Das ist volle Deckung, ihr Spacken. Da wird ein bisschen vergiftet. Und der sollte nicht reichen. Er schießt ein bisschen daneben. Okay. Brauchen wir gleich ganz dringend Heilung. Verlorenen Schwarm haben wir auch noch am Start. Andere Lane. Das heißt, sie kommt von hinten. Das ist kein Nachteil für uns. Den Dixon Fail habe ich allerdings gemacht, indem ich jetzt
indem ich mit Anna ihm nicht letzte Runde das Ding gegeben habe. Er hätte da nochmal die gleiche Granate reinpfeffern können. Dann hätten wir da richtig aufgeräumt. Wie viel Havoc kann er jetzt hier machen? Kriegt er die alle rein? In der Theorie müsste es gehen. Mit dem Feld da. Dann knallen wir jetzt erstmal eine Granate hin. Werfe Granate! So, alle erwischt, weiter zerschreddert und freigesetzt. So, Gary Barry, 89%. 4 bis 6 ist, da rächt sich jetzt leider das schlechte Präzisionsgewehr. Das reicht nämlich nicht. Aber die Viper zu 79%. Oder aber er läuft hier einfach rüber, nach Möglichkeit, ohne sich zu vergiften. So, David White. Du hast ein bisschen Leben verloren. Dragunova. Komm du mal hier rüber. Ich habe unser Ziel gefunden. So, Ziel haben wir im Blick. Commander, wir haben das Alien-Relais identifiziert. So, 50%, den Purifikator, den könnten wir damit gut eine reindrücken. Andere Frage ist, ja doch, wir drücken den Purifikator eine rein, denn wir haben keine Lust, dass wir jetzt auch noch anfangen zu kokeln. 5 Punkte Schaden und sind wir aufgedeckt oder nicht? Aufgedeckt, schade. Das ist nicht gut. So, Gremlin Heilung. Auf Twist natürlich. Gremlin, get on the heels. So, 4 TP geheilt. Das ist natürlich jetzt nicht so super üppig. Aber mit dem Teamwork kriegt er jetzt noch eine zusätzliche Aktion. Und damit können wir jetzt hier nochmal ein bisschen Havoc machen. Und 2 ausschalten von den Gegnern. Das wäre letzte Runde gewesen. Okay, jetzt hat er sich die eigene Deckung weggeknallt. Das war jetzt wieder auf der Pfiffigkeitsskala recht weit unten. 89% sollte aber halbwegs reichen hier. Viel mehr gibt es bei einem Motoren halt nicht. So, kritisch getroffen. No longer a threat. So, er ist der letzte und einzige. Das ist nicht das beste Feld für die Aktion, möchte ich mal meinen. Aber es gibt kein gutes Feld für diese Aktion. Nein. 7% wäre aber auch keine sonderlich hohe Trefferchance. Nee. Schon eher so ein Schwerthieb, aber von hier halt. Daneben. Meine Fresse. Gut, du bist vergiftet. Die Chance ist nicht ganz so hoch wie sonst. Und er hat irgendwie so eine Programmierung, auf die Verlorenen zu gehen. Das ist gut für uns. Wir haben jetzt noch eine hässliche Schlange. Er rennt wieder ein bisschen raus, wieder in unser Schussfeld rein. Das ist perfekt. So, das Vieh macht jetzt noch irgendeinen Unsinn. Es saugt Twist ran und umschlingt ihn. Das heißt, den muss man dann gleich rausholen. Aber das sichert uns zumindest insofern ab, dass wir nur 2 Schaden kriegen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die da noch in dem Raum stehen, nicht alle auf Twist hauen.
gucken, dass sie nicht alle so schnell sind. So. Das könnte wehtun. Aber die scheinen nicht drauf zu hauen. Oder hauen sie drauf? Doch, sie hauen drauf. Aber auf die Schlange. Damit ist Twist nicht mehr umschlungen. Und da kommt aus irgendeinem Grund Verstärkung. So, Twist darf auch direkt anfangen. Aber will er das? Nö, will er, glaube ich, nicht unbedingt. Was können wir mit der Pistole erreichen? 97%. Frage ist, wollen wir das? Und würden wir uns infizieren, wenn wir jetzt da runterrennen? So, da ist keinerlei Deckung mehr zu holen. Sie könnte sich gleich nochmal verpieseln. Ist nicht ganz trivial, was wir jetzt hier machen. 100%. Das heißt, die Snake würden wir auf jeden Fall wegkriegen. Das sind auch 100%. Das sind auch 100%. Der Betäubungslanzenträger ist da hinten. Da müssen wir halt sicherstellen, dass er stirbt. Wir können also mit Twist hier 6 Leute umnähen. Du warst kein Gegner für mich. Wir sollten jetzt erstmal 3 100er mitnehmen. Ich finde sowas immer erschreckend, wenn das so aussieht, als würde es nicht treffen. So. So, nachladen. Müssen auch noch im Hinterkopf behalten, dass hinter uns auch noch 2 sind, die uns in den Rücken fallen könnten irgendwann. Die Animationen passen mir so überhaupt nicht. So, 92%. Die Frage ist, ob wir das wagen oder nicht. Ich glaube, wir wagen das nicht. Da wird schon noch irgendwen im Team geben, der das abfängt. So, dafür gab es direkt ein Item. 3 Items. Ne, ein Illyrium-Kern und einen fortschrittlichen Nährlader. So. Twist hat es geschafft. Wo spawnen die denn? Da hinten spawnen die. Ist die Frage, ob mir da eine Bombe lieber wäre. Also eine Granate. Wie weit kannst denn du werfen? Nicht so weit. Wie weit kannst du werfen, wenn du noch laufen willst? Einmal darüber. Bombe würde nicht reichen, so wie es jetzt gerade aussieht. Dragunova. Wo ist denn das Ding hier? Das ergibt auch wenig Sinn. Macht sie sich erstmal den Weg frei. Auf Nimmerwiedersehen. Ich brauche bald neue Munition. Sag deinen Göttern, dass ich komme. Mir sind die Kugeln ausgegangen. So, nachladen. Zeit zum Nachladen. Und ein Feuerschutz vielleicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So, sie sollte, glaube ich, nachladen. Oder hat sie eine Chance?
dem eine zu drücken. Eher nicht so. Twist könnte Lebenspunkte gebrauchen. Aber er könnte die Lebenspunkte auch gebrauchen. Wir holen ihn mal runter. Oh, es war knapp. Er wäre doch durchs Gift gelaufen. Und da können wir tatsächlich hinwerfen. Wir würden Dragunova nicht treffen. So, 4 Schaden gemacht und ihn ohne Deckung stehen lassen. Ja, das ist jetzt traurig. Oh, die sind sehr nah dran schon wieder. 26%. Vergiftet sind 30% Malus auf den Schuss. Nee, nicht so. Elena Dragova. Der wäre 100% down. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier muss auf jeden Fall ein Heal auf Twist, denn Twist steht da hinten. Und wird gleich von den Jungs wieder umzingelt. Damit hat er 8 Punkte. Und jetzt ist die Frage, 69, reicht das? Oder machen wir noch einen dritten Heal? Schwer zu sagen, 69%. Wir kennen ja unser Glück. Wir probieren's. Bisschen Vertrauen in Anna setzen. So, das heißt, hier haben wir einen Feuerschutz. Und da haben wir einen Feuerschutz. Die Aliens kommen zuerst, das heißt, sie werden nicht bei den Untoten auslösen. Und mit ein bisschen Hoffnung haben wir die eben schon ein bisschen angeknüpft. Oh, puh. Flamer und ein Mech. Da müssen wir uns dann relativ zügig drum kümmern. Fünf Punkte Schaden auf den Offizier. Aufgedeckt. Jetzt wird es dann doch noch ein klein wenig spannend. Nicht, dass es nicht eh schon spannend wäre, aber jetzt wird es übertrieben spannend. So, das ist auch noch irgendeine Kümmelgruppe. 8 Runden haben wir noch für die, dafür die Datenübertragung zu verhindern. Verlorenen müssen jetzt gerade nachdenken, wo sie hinwollen. Lasst euch Zeit, Jungs, lasst euch Zeit. Hauptsache, ihr rennt zu Apple. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Dragunova wird aufs Maul kriegen. Twist wird ein bisschen was abbekommen. Das Feuer wird immer schlimmer. This looks a little ugly. So, die Vergiftung wird ein bisschen unangenehm langsam. Und Twist steht da immer noch unglaublich ungut. So, wir könnten natürlich rein theoretisch selber hier flüchten und dann das Ding mit dem Offizier und dem Verlorenen in die Luft jagen. Von der Theorie her müssten wir aber auf irgendeinen dieser komischen Mechs hier schießen.
oder uns sehr weit zurückziehen. Ich überlege gerade, ob mir die Zurückziehen-Idee am besten gefällt. Der Mr. Barry. Mr. Barry könnte sich hierhin zurückziehen. Obwohl, die beiden sind ja auch ein ganz kleines Problemchen. Also letztlich, Anna muss auf jeden Fall jetzt einmal heilen. Und zwar ihn, damit seine Vergiftung weg ist. Go medical! So, und dann hat Anna ja nicht mehr so viele Optionen. Könnte das Ding in die Luft sprengen. Könnte das Ding in die Luft sprengen. Und sie kann hier einfach von allen angegriffen werden, was unschön ist. Sie könnte auch weglaufen. So, ein Twist erst läuft und dann schießt. Dann kann er nicht mehr viel reißen. Dann kann er nämlich nicht mehr nachladen und danach weiterschießen. Das würde wieder für den Plan sprechen, dass er hier rüber rennt und den größten Teil der Arbeit mit seiner Pistole macht. Wir probieren das jetzt einfach mal. Er rennt hier rüber. Und hat da, na, zumindest mal mittelprächtige Chancen. So, er rennt. Wo rennt er? Ich würde fast sagen, er rennt hier. That's affirmative. Um den Betäubungslanzenträger wegzuballern. Das müsste eigentlich mit den Krallengeschossen gehen. Sehr schön, 12 Punkte. Target neutralized. So, Outrider muss sich recht schaffen, verpieseln von dort. Jetzt in Schatten zu gehen, ergibt nicht so viel Sinn. Wow, Moment. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wie groß ist denn das? Erwische ich den ganzen Raum da? Ich sehe es nicht. Hallo. Bis zu der Linie da. Das heißt, wir würden ihm die Deckung wegknallen. Da drinnen alle Deckung wegmachen. Das ist unnötig. Würde sie nur drauf schießen, wäre der Radius deutlich kleiner. Achso, das ist Anna jetzt. Dann wäre der Radius deutlich kleiner. Wir würden trotzdem, glaube ich, alles töten, denn auch mit 6 Schaden müsste das sterben, was jetzt da so ist. Denn er hat nur noch... Oh fuck, hat er nicht. Er hat noch ewig viel Leben. Dann müssen wir hier erst ein bisschen aufräumen. Hilft nix. Du warst kein Gegner für mich. Das Nachladen. War keine Munition mehr. Prozent. Wie viele waren das jetzt? 2. Im Zählen hast du es nicht so heute. So, die Lecks sind ein wenig störend immer noch. Macht jemand Striche?
brauche Munition. 98%. Oder brauchen wir die Munition für nächste Runde? Ich weiß es nicht so genau. Na komm, 98%. Habt ihr das gesehen? Und jetzt stiften gehen. Müssen ja gleich auch noch das Ding da kaputt schießen. So, er hat jetzt hier noch ein paar Chancen. Den brauchen wir eigentlich nicht schießen. Oh, so gut sind die Chancen auch nicht mehr. Ich glaube, wir machen das tatsächlich lieber so. So, der hat 6 Schaden bekommen. Die stehen leider zu weit von der Karre weg. Das heißt, wir würden jetzt hier ein bisschen versuchen, Land zu gewinnen. Auto. Doch, kann sie doch. 95%. Oh, der steht doch direkt daneben. Das würde 12 Schaden machen, dann wäre der Purifikator auf jeden Fall weg. Müssen wir nur noch gucken, dass wir den irgendwie wegkriegen. Das müsste dann leider Anna machen, dann steht sie da zwar doof. Aber dann ist das so. Hundert. 95. Oh, selbst den. Okay. Ich glaube, wir müssen Anna zuerst schießen lassen. Sie sieht den überhaupt nicht. Warum sieht die den denn nicht? Das ändert ja wieder alles. Das ist doof. Sie sieht scheinbar auch das Motorradding da nicht. Nicht trivial. Wir könnten einen abschießen von denen. Keine Kompromisse. Dann können wir hier haben hingehen. Wir noch Munition? Bewege und den Offizier wegmachen und leider doch nicht. Leider doch nicht das Motorrad springen. Diesen Verlust wird niemand beklagen. Ich habe keine Kugeln mehr. Wie, du hast keine Kugeln mehr? 97%, das reicht doch. So, den wegmachen, der direkt neben mir steht.
dann ist die Frage, laufen oder was tun? Nee, das reicht immer noch nicht. Ein Hilfsprotokoll wäre auch eine Maßnahme. Aber ich glaube fast, dass wir... uns hier einfach mal ein bisschen verdünnisieren. Und hoffen, dass die Verlorenen das für uns regeln. So, er wird umschlungen. Das war geplant. Er ballert da ein bisschen rum und wir hoffen jetzt einfach, dass er nicht unendlich Munition hat oder nicht ewig trifft. Leider getroffen. Das war daneben, sehr schön. So, und der flamert da hinten bitte rein. Wenn nicht in unsere Richtung, in die da, genau. Ich glaube, er steht leider noch nicht nah genug dran, dass wir jetzt das Claymore zünden könnten. Aber mit ein bisschen Glück kommen wir aus der Nummer halbwegs raus. Halt mit unserem Scharfschützen den Ranger befreien aus der Umklammerung und der Ranger die Schlange dann im Nahkampf auch direkt tötet. So, und der Rest muss ich auf den Mech einschießen, denn sonst haut der seine Granate raus und es bekommen wieder einige Leute Schaden, den wir ungern hätten. So, 7 Runden haben wir noch für das Relais. Das sollte relativ locker reichen, wenn die Sachen jetzt nicht vollkommen schief gehen. So, Phil Deckard muss leider nachladen. Hilft dir alles nicht. Ich bin bereit. So, Twist, gib alles. 100%. Er würde dem Team gern helfen, aber momentan muss er seine eigene Haut aus der Situation rausbringen. Hier sind die meisten Schaden gefressen in dieser Mission. Macht jemand Striche? Und da ist ein bisschen Selbsterhaltungstrieb durchaus gerechtfertigt. Wie viele waren das jetzt? 3. Auf die Munition alle! Achso, 2-mal nachgeladen. Okay. Gebe ich zu, ist korrekt. Nur Neugierde halber. Die 2 Verlorenen wären drin. Das bringt uns nichts, denn die sind ja quasi unsere Schilde. Den könnten wir zwar auch wegwuppen, zumindest mit einem Lucky Shot, aber er ist der Einzige, der hier eine vernünftige Range hat. Und die Frage ist, ob wir von dort aus ihn immer noch flankieren. Müsste er eigentlich. Dann würden wir nämlich hier hingehen, in die volle Deckung und ihm dann noch 100% da reindrücken. 3 Schaden, das sollte reichen, damit er loslässt. Und da er immer noch voll flankiert ist, hat er eine Aktion oder 2? Er hat noch beide Aktionen. Dann ist er sogar so vermessen und lädt noch vorher nach. So, wieder 12 kritisch. Nachladen. Ich muss nachladen.
Hilft ja nichts. 100%, das ist die eigene Haut, die wir retten wollen. So. Tod den Invasoren! 97%. Den können wir nicht töten, das ist unangenehm. Da ist uns 100, aber den können wir natürlich erst recht nicht töten. Die Frage, was ist unangenehmer? Feuer oder eine Granate ins Gesicht? Schade, ich hätte gedacht, dass sich da auch alles verdoppelt. Vielleicht ist es ja auch schon verdoppelt und ich raff's nur nicht. Oder gehen wir in den Schatten und hoffen, dass wir uns mit dem Schuss nicht aufdecken. Ne, wir müssen das Ding einfach so machen. Und sogar Glück dabei haben. Nicht vergessen, das heißt natürlich jetzt, dass die Verlorenen ich habe fast keine Munition auf mehr. Uns kommen. Dann kriegt sie ein Hilfsprotokoll, würden wir mal sagen. 20 Bonusdeckung reicht ja dann vielleicht. Wobei es im Nahkampf, glaube ich, eh nicht zählt. Und Anna, ja, knattert hier halt einfach mal drauf. 4 Schaden durch die Rüstung. Gut. Den Feind haben wir noch. Da kriegen wir vielleicht jetzt auch einen drauf. Das ist keine Frage. 20%. Kritisch für 6 ist doof. Jetzt dürfen halt die Verlorenen nicht alle treffen. Er brennt. Da hinten ist auch noch Action. Und er auch. Vielleicht kommen die dadurch ja nicht allzu weit. Der ist auf jeden Fall schön langsam. Der kommt ran, aber macht hoffentlich keine 4. Und ja, renn du da weg. Das ist mir völlig schnurz. Er rennt noch ein zweites Mal. Okay, wir sind wieder dran. Das ist die gute Nachricht. Wir leben noch. So, Twist sollte jetzt vielleicht langsam mal gucken, dass er... Kann man da durchgucken? Kann man da durchschießen? Weiß man's. Aber 5 Runden sind 5 Runden. Ich wundere mich zwar, warum das so schlecht ist. Aber was soll's. Er geht auf jeden Fall nah ran, um seine Trefferchance zu erhöhen. 87%. Das müsste eigentlich reichen. Und das reicht. Hostiles pacified. Damit haben wir hier einen Präzision 3 zwischen die Augen. Zum Jagen brauche ich können wir noch nachladen. Und da einmal drauf schießen. Kehre zu deinen Göttern zurück. Und dann haben wir noch einen. Können wir uns theoretisch sogar wieder tarnen. Ich wurde im Schatten geboren. Und sogar wieder ein bisschen scouten. Vielleicht kriegen wir das Ding ja noch ausgescoutet. So, Anna lädt auf jeden Fall nach. Oh yeah. Und bringt sich so langsam mal in Position, dass wir uns jetzt mal unserem Mission Goal auch nähern. Wir haben 3 Gegnergruppen getötet plus eine Ad-Gruppe. Das heißt, wir sollten hier eigentlich halbwegs safe sein. Chris geht einmal darüber. Sieht, dass er nichts sieht und geht in Feuerschutz. Und er gibt einfach mal Gummi. So, verlorenen Trupp erscheint. Wieder da. Na gut, mit dem müssen wir noch klarkommen.
6 Punkte Schaden. Du warst kein Gegner für mich. So, und wir sind sofort wieder dran. Sehen nur leider irgendwie sehr, sehr wenig. Geh einfach mal hier hin. So nah wie möglich ran, um Twist zu beschützen. So, jetzt sehen wir 4 Jungs. Dann kann er da ein bisschen aufräumen, seine Killquote hochtreiben. Target eliminated. 75. Die anderen sieht er nicht. Na gut, 75 ist seine Chance. Ist ja nicht so, als wäre es keine. Enemy destroyed. So, unser Mission Objective hat 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 Punkte. Knabbern wir schon dran oder gehen wir in Overwatch? Ich würde sagen, das entscheiden wir am Ende. Er wetzt auf jeden Fall mal, soweit es geht, hinterher. Müssen gucken, dass wir unsere Jungs jetzt zusammenkriegen. Mal hier rüber sneaken. Ich gehe, wohin sie mich schicken. Da sehen wir noch eine Gruppe. Das brauchen wir gar nicht. Dann gehen wir hier lieber in den verborgenen Feuerschutz. Beziehungsweise sogar wieder zurück. Dorthin, das wird mir nämlich jetzt ein bisschen heiß. Noch eine Gruppe dazu pullen möchte ich auf gar keinen Fall. Werden wir auch mit Anna ein bisschen Bewegung stehen lassen. Um hier in Feuerschutz zu gehen. Oder sind wir sogar so richtig Pussy? Ne, ich glaube Feuerschutz reicht uns. Ja, die Frage ist, ob wir hiermit jetzt dann auch schon was aufdecken oder nicht. Dann würde ich nämlich sagen, da wir noch so viel Zeit haben und er schon so angeknackst ist. Gibt er einen Schuss auf so einen 89er ab. Und spart sich dann auch seinen letzten 5 Feuerschutz. Bestätigt! Überwachung läuft. Munition ist gleich alle! Und auch hier geht's in Pistolenfeuerschutz. Nicht zu weit weg, als dass ich Schaden machen will. Okay. Nachladen. Manus 1-5, die Alien-Übertragung ist immer noch aktiv und die Zeit wird knapp. Schalten Sie schleunigst das Relais aus. Yes, ma'am. So. Damage gemacht. Habt ihr das gesehen? Und Feuerschutz. Na los, zeigt euch! 61. Ach so, das ist wieder hier kein Pistolen. 100% nehmen wir doch. So, und da es jetzt gerade stressig wird, wie der Commander schon sagt, versuchen wir da jetzt ein bisschen Gas zu geben. 5 Punkte Schaden auf das Relais. David White. Wir
müsste so ganz theoretisch von dem Winkel auch was sehen. Geht aber jetzt diese Runde noch in Feuerschutz, denn da stehen noch ein paar kleine Fraggles hinter. Meine Wache beginnt. Anna kommt noch ein bisschen näher ran. Und macht aber jetzt auch nicht kaputt, weil ich glaube, dass wenn das Ding kaputt ist, die letzte Gruppe automatisch mit aktiviert wird. Und das würde ich mir gerne schenken. So, jetzt hoffen wir, dass wir hier noch mal treffen. Da nicht, da auch nicht, da schon. Aber einer kommt noch durch, das heißt, unser Ranger wird, unser Scharfschütze wird wahrscheinlich einen abkriegen. Nee, wird er nicht, okay. Gut. Dann darfst du gerne nachladen. Den hier kaputt schießen. Das lohnt eigentlich nicht. Ich glaube, du machst das Ding sowieso platt, ne? Menace 1-5, wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde und rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Bitte, Feuerschutz. Oh, Evakuierungszone müssen wir uns natürlich dann selber einrichten. Moving out. Ich glaube, die kommen nämlich jetzt da hinten. Oder auch nicht. Aber ich glaube, dass wir darauf verzichten können, da jetzt noch ein paar Kills zu machen, denn wir haben durch die Verdorbenen oder Verlorenen, wie auch immer, so viele Kills gesammelt, dass man sich da nicht groß sorgen muss. Legen wir endlich los. Und ich habe halt keine Lust, Leute zu verlieren. Wir haben ja sowieso schon wieder genug Verletzte. Gehen ja nur zwei unserer Jungs unverletzt hier raus. Aber wir haben keinen Toten und die Mission ist meiner Meinung nach ein ganz guter Erfolg gewesen. Wir haben am Anfang mächtig gefailt. Uns dann hinten raus wieder ein bisschen rausgekitzelt. Getting out of here. Mein Leben liegt in Ihren Händen. Mein Kampf ist vorbei. So, und Anna bildet die Nachhut und ist dann auch mal draußen. So. Die hätten wir gepackt. Hey, der Roboter ist da. So, drei haben wir übrig gelassen. Hä? Was? Hä? Moment. Warum haben wir die nicht geschafft? Das Alien-Relais ist kaputt? Hat er irgendwo gesagt, wir müssten alle töten? Gentherapie-Kliniken verzeichnen viele Neuzugänge, nachdem den Advent-Friedenshütern heute ein weiterer Schlag gegen die Rebellen gelungen ist. Der Redner ist zuversichtlich, dass sich Advents Friedensbotschaft bald auf der ganzen Welt verbreiten wird. Warum haben wir das verloren? Solange auch nur ein einziger Schnitter noch steht, wird er kämpfen und den Finger am Abzug haben. Ja gut, hier hätten wir blitzschnelle Hände. Kostenloser Bonusschuss, nehmen wir immer gerne. Und er hier wird ein Klingenmeister, denn unser alter Klingenmeister ist tot. Hallo, Commander.
Er sagt jetzt, das wäre eine beeindruckende Leistung gewesen. Aber wir haben Angst vor Gift, okay. Ich verstehe es nicht. Haben wir jetzt einen Ingenieur bekommen? Wir haben den Ingenieur nicht bekommen, weil es angeblich nicht gelungen ist. Er hat uns beglückwünscht dafür, dass es gelungen ist. Wir haben das Relais zerstört. Ich glaube, das ist ein Bug. Aber was sollen wir machen? Machen wir nix. Gucken wir doof. Hätte ich die Gruppe noch töten sollen, ist die Frage. Die Ältesten waren zuvor. Ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, wo ich tatsächlicherweise mal neu laden werde. Warten Sie nur, bis Sie erfahren, dass und an den Punkt zurück springe. Auch auf die Gefahr, dass euch das jetzt extrem langweilt oder ihr das als Cheaten seht. Ich würde gern wissen, ob durch das Töten von den anderen dreien das noch besser geht. Ich hole euch gleich wieder dazu, wenn ich in der Mission wieder drin bin. So, Ladebalken des Todes in den letzten Spielstand der Mission rein. Wenn man nicht Iron Man spielt, macht das Spiel ja automatisch von jeder zweiten Runde irgendwie ein Backup. Und wenn man noch nicht zu lange weiterspielt, kommt man da dann halt noch hin. Dann gucken wir uns das jetzt nochmal an. So, neutralisiere alle feindlichen Ziele. Das ist jetzt das Einzige, was noch offen wäre. Probieren wir mal, ob wir es noch hinkriegen. Natürlich nicht diese Runde, denn wir müssen jetzt erstmal nachladen. Mit allen Jungs. Ich muss nachladen. Ja, wir müssen alle nachladen. Wechsle Position. Und dann gucken wir da mal durchs Fensterchen. Hä? Haben wir da nicht eben welche gesehen? Seltsam. Gut, nachladen und Feuerschutz. Ready to go. Come on it. Legen wir endlich los. Und nachladen. Waffe geladen. Und einen Pistolenfeuerschutz, denn auf die kurze Distanz treffen wir mit dem langen Lulatsch sowieso nicht. Overwatch. So, da kommen sie. Da bewegt sich zumindest irgendwas. Aber sie kommen noch nicht. Okay, dann können wir mit Outrider noch ein bisschen schnüffeln. Gehen wir mal darüber. Zu Befehl, Commander. So, da sehen wir jetzt zwei. Das sind beides Snakies. Das ist unsere eigene Haustür. Nö. Da kommt nichts Gescheites. Feuerschutz. Verborgener Feuerschutz. Auch Feuerschutz. Und nochmal Feuerschutz. Mir geht nichts. Ja. Pistolenfeuerschutz. Du bist immer noch seltsam in der Ecke. Oh, es sind sogar drei. Trifft nicht. Trifft nicht. Trifft nicht. Okay, wir haben nichts getroffen, aber wir haben natürlich auch keine große Gefahr jetzt. Target still up. Brennt, brennt, brennt.
Ja, sehr schön. Alle brennen. Alle stehen neben irgendwas, was explodieren könnte. Das hören wir doch gerne. So, gucken wir mal ganz kurz. Das Ding würde mächtig Wumms machen. Ich sehe nur leider nicht, wie mächtig. Auf jeden Fall da drin so ziemlich alles. Deswegen geht aber auf jeden Fall eher mal raus da. Zünden wir das Ding mal. Unsere Welt ist gefährlich. Zwei haben wir erwischt. Der dritte hat jetzt leider noch so ziemlich alles, sogar die Deckung. David White hat noch eine Granate. Kann sich nicht mehr bewegen. Deswegen macht er das jetzt so. So, dann ist der exponiert. Sie hat 90%. Wir warten aber trotzdem noch kurz. Twist hat 98%. Das sollte auf jeden Fall passen. Und du müsstest irgendwie näher rangehen. Ja, dann geben wir Frechdachs eine Chance. Hat hier den ganzen Fight nur supported. Geben wir wenigstens eine Chance, den Crit zu holen. Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. So, drei zusätzliche Kills. Jetzt ist es auch erfüllt. Aber das ist seltsam. Eigentlich hätte das eben auch schon klappen müssen. Aber gut, jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer, dass wenn man nicht alle Ziele erreicht, sondern nur das Hauptziel, dass das als gefailed gewertet wird. Alle Therapiekliniken sind morgen aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen. Ja. Erste Berichte, nach denen Dissidentenaktivitäten der Grund für die Schließung seien, wurden als Propaganda der Radikalen entlarvt. Gut, dann kriegen wir unsere Beförderung natürlich jetzt auch nochmal. Wie gesagt, sorry, dass ich hier jetzt mal rumcheate, aber irgendwozu muss es ja gut sein, dass ich nicht Iron Man spiele, wenn ich wirklich kein einziges Mal nachlade. Solange auch nur ein einziger, dann brauche ich den Unterschied auch nicht zu machen. Und den Finger am Abzug haben. So, hier haben wir zwei Beförderungen. Größter Zusammenhalt. Blitzschnelle Hände nochmal. Und unser Klingenmeister ist tot. Es lebe der Klingenmeister. Weiter. So. Jetzt kriegen wir auch das ganze Zeug. Hallo, Commander. Und einen Ingenieur. Okay. Ja, wieder was gelernt und das beim dritten Mal durchspielen. Aber normalerweise bin ich auch immer so gierig gewesen, dass ich alles getötet habe. Ich bin jetzt nur in diesem Let's Play extrem schissig, weil wir, wie gesagt, mit dem Rücken an der Wand stehen. Und ja, uns irgendwie so ein bisschen Sorgen um uns selber machen. Jetzt haben wir einen Ingenieur übrig. Die Infiltration Advents ein großes Risiko ein, also glaube ich, dass er der Sache treu ist. In der Bewegung gibt es noch einige Skeptiker, aber wir haben größere Sorgen als einen Mann auf einem Bildschirm. So, jetzt ist die Frage, basteln wir hier schon mal? Da können wir noch nicht, da könnten wir. Jetzt müssen wir schon mal anfangen, 90 Tage. Und ja, an der Stelle würde ich dann das Let's Play aber auch beenden. Eure Geduld habe ich definitiv mehr als genug strapaziert. Ich wünsche euch alles Gute, das ist wunderproppig. Aber nicht jetzt, da wollte ich nämlich jetzt noch gar nicht hin. Wenigstens haben wir jetzt wieder was und sogar Alien-Legierung, das ist alles toppy gelaufen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Restabend und bis dahin. Ciao, ciao, euer Ogrutz. Klingt nach einem guten Kandidaten für unser nächstes Bauwerk.